Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von City Skylines Turnable. Nach einem Update für City Skylines, wo wir jetzt ein paar neue Bahnhöfe, U-Bahnhöfe, Brücken und dergleichen bekommen haben. Also da könnten wir gucken, ob wir hier einiges austauschen und vielleicht ein paar, einzigartigere Bahnhöfe oder so reinbauen. Außerdem hier sollten wir versuchen, diese Strecke, diese Güterstrecke, also wir sollten versuchen, die Güter und die Passagiere auf verschiedenen Schienen zu transportieren, weil das hier ist ein einziger Clusterfuck, wenn ich das mal so sagen darf hier. Ich meine, es ist ja schön, wenn der öffentliche Nahverkehr benutzt wird, aber hier sieht man, fährt ein Zug direkt in Anschluss an einen Güterzug und dahinter ist dann wieder Passagierzug und dahinter ist dann wieder ein Güterzug. Das heißt, das sind Parkhaupttor, okay. Also das ist tatsächlich ein Park. Hat der denn keinen Namen, sag mal? Können wir hier gucken. Scheinbar hat der Park keinen Namen, das ist ja auch sehr merkwürdig. Ich kann auch nicht anklicken, wo der ist. Ha. Parkgebiet löschen. So, jetzt sind es die Akeleigärten fertig. So. Meinetwegen die Akeleigärten, wenn es denn sein muss. Was ist das hier? Parkgebiet erfordert. Das heißt, wir müssen das Parkgebiet dahin ausweiten. Okay. So, die Akeleigärten. Sehr merkwürdig. Gut. So. Ja. Also, womit fangen wir an? Das ist jetzt die Frage hier. Fangen wir mit den Bahnhöfen an. Wir wollen hier ein paar einzigartigere Bahnhöfe reinbauen. Hatten wir hier nicht einen Bahnhof, einen Passagierbahnhof? Scheinbar nicht. Was ist das hier? Das ist ein Stein. Okay. Also hier ist die Frage, ob wir hier überhaupt einen brauchen. Aber hier haben wir einen. Schauen wir mal, wie der Verkehr aussieht jetzt. Das sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus hier. Das ist der Güterbahnhof. Auch hier ist der Verkehr nicht so schlecht. Hier ist ein bisschen stauig. Aber das ist zu erwarten, weil hier die ganzen Güterwagen längs kommen. Hier ist gar kein Bahnhof mehr. Wo ist der Bahnhof hin? Habe ich gegen U-Bahn ausgetauscht, oder? Ja. Und hier haben wir einen. Normalbetrieb, okay, also die kommen zurecht scheinbar. Oh Gott, das hier ist ganz furchtbar. Meine Fresse. Das ist nicht schön. Das ist nicht schön. Oh Mann. Oh Gott, guckt euch das an. Warum mache ich sowas?
bin nicht sicher, dass ich es besser kann, aber wir werden es auf jeden Fall versuchen. Also, dass sie hier zwei parallele Strecken haben, das ist schon mal gar nicht schlecht. Ja. Ich glaube, das war zum Umkehren, hatte ich das gemacht. Ne? Wo haben wir hier? Ach so, die haben wir, wenn dann hier. Ne? Also hier haben wir zum Beispiel die neuen Bahnhöfe. U-Bahnhof, Bahnhofsknoten mit Übergang. Könnte man hier so reinbauen. Wo sich zwei Strecken treffen. Das könnte man hier zum Beispiel hinbasteln irgendwie. Aber das ist ja mehr für Passagiere, also wäre das vielleicht hier drinnen irgendwie besser. Aber schauen wir mal, Bahnhof Alter Markt. Eine Station mit mehreren Bahnsteigen über einem alten Marktplatz, die schon lange in Betrieb ist. Gläserner Transportknoten. Dieser Bahnhof ist ein Transportknoten für U-Bahn und Züge mit mehreren Bahnsteigen. Das ist sehr praktisch, das können wir hier oben hinbauen in Ockholm. Dann können wir, oder hier vielleicht, dann können wir die U-Bahn und die Bahn, die können sich dann quasi, also da gibt es eine Verbindung. Das wäre gar nicht schlecht. Was ist das hier? Unterirdischer kleiner U-Bahnhof mit zwei Ebenen. Unterirdischer großer U-Bahnhof mit zwei Ebenen. Unterirdischer Umgehungs-U-Bahnhof. Erhöhter kleiner U-Bahnhof mit zwei Ebenen. Das sind alles U-Bahnhöfe. Die brauchen wir momentan gerade nicht. Erhöhter kleiner Bahnhof mit zwei Ebenen. Okay, warum nicht? Erhöhter großer Bahnhof. Okay, die sehen alle gar nicht schlecht aus. Erhöhter Umgehungsbahnhof. Auch nicht schlecht. Das sind hier die Eisenbahnbrücken, die neuen, aber die brauchen wir gerade auch nicht, sondern was wir wirklich brauchen, ist Bahnschienen. Und zwar so. So, bauen wir das mal so rein und hoffen. Ah, okay, da sehe ich schon ein Problem. Diese Straße hier. Wie war das noch? Schwupp. Machen wir das mal ein bisschen höher. Runter machen können wir es immer noch. So. Oh, jetzt ist da der Pfeiler im Weg. Gut. So. Ist immer noch im Weg. Was ist das denn jetzt hier? Was soll das denn? Warum? Ist der Pfeiler immer noch im Weg? Müssen wir den hier hin machen oder was? Bin mir nicht ganz sicher, wie das halten soll, aber wenn er mich sonst nicht lässt, müssen wir das halt so machen. So, schauen wir mal. Gottchen, das ist auch. Hier machen wir am besten. Hier machen wir eine Kreisverbindung hin. Hier machen wir auch eine Kreisverbindung hin, damit die umkehren können oder sonst irgendwas, wenn sie wollen. Guck dir mal den, der weiß überhaupt gar nicht, wohin soll hier. Also hier machen wir einen Kreis hin am besten, ja. Ein Kreisel.
Man muss aber, ich glaube, Eisenbahnkreisel müssen wir deutlich größer anlegen, als sie einen Straßenkreisel würden. So. Machen wir mal drei. Okay. So funktioniert das nicht, glaube ich. Ich meine, hier geht er da raus. Aber so. Ist das okay? Dann haben wir hier in die Richtung. In die Richtung. Und dann müssen wir das hier ein bisschen so reinschieben. Okay. Das hier auch. Gut. Das gleiche gilt für den hier. Also die beiden müssen wir da auch rein. Müssen wir das? Können wir die nicht hier drumrum führen? Versuchen wir es mal. Okay, also hier wird schon lustig gekreiselt. Das ist doch schön. Okay. Funktioniert im Prinzip. Irgendwie scheint das auch nicht zu funktionieren. Also muss man noch mal ein Video angucken, wie Bahnlinien funktionieren. Wie sieht es hier aus? Also hier ist zumindest Bewegung drin, bis wir hier oben hinkommen. Dann ist tote Hose, aber hier ist auch wieder so eine Kreuzung. Und zumindest hier scheint es zu gehen. Ich glaube, was wir machen sollten, damit machen wir einen ganz großen Schritt hier, der die Stadt wahrscheinlich über Jahrzehnte lähmt. Können wir hier ein Gebiet kaufen? Nee, können wir nicht. Ist, wir reißen alle Bahnstrecken ab und bauen die von Anfang an neu. Inklusive Bahnhöfe. Die Güterbahnhöfe lassen wir da, weil die brauchen wir sowieso. Aber die ganzen Personenbahnhöfe, wie diesen hier zum Beispiel, haben wir hier eine U-Bahn. Das wäre wichtig zu wissen.
Ja, hier ist eine U-Bahn. Oh, der Campus ist unattraktiver geworden. Das ist nicht gut. Hier ist eine U-Bahn. Das heißt, wir brauchen nicht zwangsläufig den Bahnhof hier. Wir könnten hier diesen großen Umsteigebahnhof, den könnten wir hier reinbauen, dass wir beides verbinden können. Aber das machen wir dann. Okay. Dann reißen wir erstmal. Also hier diese historische verödete Strecke, die lassen wir stehen, weil die gehört dazu. Aber hier reißen wir erstmal alles ab, weil das funktioniert hinten und vorne nicht hier. Diese Bahnhofsgeschichte. Guckt euch das an. Guckt euch das an. Es ging einen Moment gut und dann nicht mehr. Wow. So. Gut, das lassen wir mal hier. Zumal hier auch nicht wirklich viel. Viel Verkehr ist. Was viel Verkehr bringt, ist dieser Güterbahnhof hier. Und also den könnten wir verbinden erstmal so behelfsmäßig. Zack, und der führt direkt aus der Stadt raus. Weil das sind die Produkte, die verkauft werden. Ja, und gleich haben wir hier schon wieder Infarkt, wa? Ist die Frage, ob wir hier die Schnittstellen dann überhaupt brauchen. Jetzt ist hier oben wieder ein Problem, oder? Nee, es geht eigentlich. Habe ich das Problem schon gelöst jetzt? Wie kann das denn sein? Naja, auf jeden Fall, hier wollten wir ja diesen Bahnhof reinbauen, der auch gleichzeitig U-Bahnhof ist. Warte mal, Bahnhofs. Das war der hier, gläserner Transportknoten. Oh mein Gott, der braucht ganz schön Platz. Der braucht Platz. Okay, was haben wir hier? Recycling Center, das können wir woanders hinlegen. Das ist kein Problem. Bloß wo? Ja. Können das hier hinlegen, zum Beispiel. So, dann können wir nämlich immer noch gucken, wo wir. So, also das ist hier. Ach, warte mal. So, oh Mann, also das kann so alles schon mal weg. Das schließen wir dann nachher vernünftiger an, würde ich sagen. Und zwar das hier in die Richtung, aber mit Fahrradwegen. Hier, ja, ist das. Nee, war nicht mit Fahrradwegen, war mit Grünstreifen. Gut. So, machen wir das so und dann bauen wir hier den Transportknoten hin. Ha.
Oder so rum ist vielleicht besser. So, und dann können wir hier nämlich gucken, was wir hier alles wie anschließen können. Gucken wir erstmal nach der U-Bahn. Wo ist die U-Bahn? Ist das U-Bahn hier? Nee, das ist keine U-Bahn. Da war doch irgendwie auch U-Bahn. Bin mir ziemlich sicher, dass da auch U-Bahn zugehörte zu dem Transportknoten. Das hier? Ist das hier U-Bahn? Nee. Oder? Doch, Tatsache. Das ist U-Bahn. Die U-Bahn ist oberirdisch. Potzblitz. So. Okay, das heißt, da können wir eine eigene Linie für reinbauen, fast schon. Machen wir das einfach mal. So, aber dann brauchen wir hier Verbindungswege. So. Nee. Also der geht hier durch. Muss der hier längs gehen? Oder muss der das nicht? Ich glaube, das muss der nicht. Der kann hier wieder zurückgehen, weil hier gibt es keine Güter, die er irgendwo hinbringen muss, glaube ich. So, dann fangen wir mal hiermit an. So. Okay. Nächste Strecke wird die hier. Und die beiden können wir unterirdisch irgendwie an andere Strecken anschließen. Was ist denn hier los? Kein Strom für unser. War ja irgendwie klar. Jetzt? Ja. Gut. Jetzt haben wir das. Jetzt müssten wir die hier noch an die U-Bahn anschließen, auf jeden Fall. Und dann die anderen Strecken, da können wir dann nachher gucken, ob wir die wirklich brauchen. Also dieser Bahnhof ist jetzt natürlich ein bisschen Overkill hier. Warum? Was willst du? Warum geht das nicht? Ort ist bereits bebaut, ja, weil da eine Straße längs führt, oder was? Muss ich die erstmal wegnehmen? Ja, Tatsache. Okay, also hier können wir nicht rüber. Dann müssen wir hier ja wieder unter die Erde damit. So, hier unten rein. Und auf der anderen Seite wahrscheinlich auch. Okay. Gar nicht so einfach hier. So.
Okay. Gut, wollen wir mal gucken. Okay. So, da komme ich jetzt auf jeden Fall zum Bahnhof. Und aus der Stadt raus hier. Und wir müssten hier unten noch einen anschließen. Und dann machen wir die beiden Verbindungen nämlich weg. Das machen wir drunter. Dann haben wir zwar auch wieder eine Strecke, wo wir Güterverkehr und Personenverkehr haben, aber halt nur die eine und nicht alle beide. So, machen wir Tunnel, fertig. Zack, okay. Und hier. Gehen wir da rein. So. Haben wir immer noch drei Bahngleise, die wir hier noch weiter belegen können für irgendwelche anderen Richtungen. Das sieht alles so minder ordentlich aus, aber Hauptsache es hilft. So. Bediente Passagiere letzte Woche 21. Das ist ja immerhin schon mal was. Gut, dann haben wir das soweit. Okay. Dann ist hier noch so ein Nadelöhr. Obwohl es geht. Hier. Ja, wenn ich das Gebiet kaufen kann, kann ich hier was Besseres hinbauen. Oder ich lenke um durch den Wald, aber das ist ja unser Waldcampingplatz. Oh mein Gott, was ist denn hier los? Oh, okay, Hauptstadt, sehr gut. Einzigartige Gebäude, Wintermarkt, Startgelände. Sonst noch irgendwas, was ich bauen kann? Brandenburger Tor. Was ist das hier? Bootmuseum. Ich glaube, das habe ich doch schon, oder? Ist das Bootmuseum schon? Okay, jetzt kann ich hier aber das kaufen. Dann haben wir gerade davon geredet. Zack, kaufen. Sehr gut. Dann können wir hier die Strecke vielleicht ein bisschen weniger klaustrophobisch machen. Bum, bum, bum. So. Wenn wir jetzt zum Beispiel das hier. Machen wir hier mal einen Tunnel rein, wa? Oder? Ah, na gut, eine Eisenbahnbrücke. Oh, zu steil. Zack. 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 Und hier. Hier könnten wir dann einen Tunnel dafür machen. Das ist das Gefälle wieder zu hoch. So. Ist auch wieder nicht so gerade, wie ich es gerne hätte. Ja. Okay. Mal gucken, ob das funktioniert hier. Die beiden hier. Die eine, das ist jetzt hier. Die geht da längs. Schwupp. Schwupp. Schwupp, schwupp, schwupp. Schwupp hier zum Bahnhof. Eigentlich müsste die Strecke, die äußere Strecke, glaube ich. Die äußere Strecke ist diese hier. Die müsste eigentlich eher
zu dem anderen Güterbahnhof gehen, würde ich sagen, oder? Aber wenn der Verkehr einigermaßen funktioniert, dann möchte ich mich nicht beklagen, so richtig. So. Okay. Ja, ich weiß nicht, ob wir viel geschafft haben. Aber so ein bisschen was haben wir geschafft. Wir haben hier einen großen Verkehrsknoten in unser aufstrebendes Urlaubsgebiet gestellt. Und wir haben die Eisenbahnstrecken so ein bisschen entworren. Und ganz wichtig, wir haben hier einen Knotenpunkt zwischen Eisenbahn, Passagiersystem und dem U-Bahn-System gebaut. Das ist auch schon mal ganz gut. Ja. Und dann würde ich sagen, war es das für heute. Und dann wünsche ich noch einen schönen... Was ist heute für ein Tag? Ich weiß es gar nicht. Einen schönen Tag auf jeden Fall. Und einen wunderschönen Start oder ein Ende der Woche. Und bis zum nächsten Mal dann, wenn es wieder heißt City Skylines Turnable. Auf Wiedersehen. Ja, und liked und kommentiert und bla. Ciao.